One more time for I go. I have always taken hold on me. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FMA, Follow Me Around Vlog oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich bin auf dem Weg zu den Tourproben und das stimmt überhaupt nicht. Also, wir proben für die Festivalsaison. Ich spiele jetzt so ein paar Festivals diesen Sommer und weil die Tour ja schon so ein bisschen was her ist, haben wir uns gedacht, wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, davor noch mal ein bisschen zu üben. Und ich freue mich schon, weil ich sehe endlich mal die Band wieder. Very exciting. Ich nehme euch auf jeden Fall heute und morgen mit. Am Mittwoch proben wir auch noch. Ein bisschen ist wahrscheinlich auch auf Snapchat zu sehen. Wenn ihr mir noch nicht auf Snapchat folgt, macht es trotzdem. Leute, ich sage euch, ich bin in der Location angekommen. Das sieht hier so aus. Hier ist die Küche. Super aufgeräumt. Hier ist so eine kleine Chill-Area. Und so sieht es hier aus in der Chill-Area. Und es ist hier jetzt gerade leer, weil die ganze Band im Proberaum ist und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein. Jetzt ist erstmal Päuschen, weil, also für euch Päuschen, weil wir jetzt wirklich in echt proben müssen. Hey! Ich so. Wir proben jetzt in echt und hier ist der Beweis. Wow. Der Mikrofon. Meine schlechten Ideen. Ich will noch mal die guten Ideen, die ich habe. Da halte ich immer komischerweise nicht drauf. Tag 2. Ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet. Wir haben so circa bis 20 Uhr oder so geprobt. Und ja, heute Vormittag geht es direkt weiter. Wir proben unter anderem ein paar neue Songs, die wir spielen. Und wir arrangieren das Ganze auch so ein bisschen um. Wer da auf der Tour gewesen ist von euch, wird wissen, dass das Programm auf der Tour so ein bisschen moody und so ein bisschen dark war. Und weil ja jetzt Sommer ist, haben wir uns gedacht, machen wir das Ganze mal ein bisschen sommerlicher. Und arrangieren die Songs so ein bisschen um und machen die so ein bisschen fröhlicher. Ich bin's! Morgen. Jupp. Hello. Kiwi, wo ist dein Plätzchen? Wo darfst du dich denn hinsetzen? Hm? Got this feeling in my body. Got this feeling in my body. Come on. Come on. You when you dance, feeling good, creeping up on you. So just dance, come on. Body leaving soon, so keep dancing. Ah, scheiße. Das ist heile. Nothing I can see but you when you dance, feeling good, creeping up on you. So just dance, come on. All those things I should do you to just dance. So just dance. Fuck. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. I don't know how to talk to you. Kakao ya bonga, shit down on here. Oh, wie schön die Sonne. You take my love for granted. I just don't understand it. Guck nochmal. Was machst du da? Warte mal, das. Ich will auch diese. Ich will das auch mal ausprobieren. Also. Mach mal! Ja, gleich, warte. Jetzt. Yes. Nö, ich hab. Hier ist das Servo gespielt, aber eigentlich relativ wenig. Mann! Oh, wir sind gerade vom Essen gekommen und ich habe richtiges Fresskummer. Wenn einer einmal sagt, will jemand, ne? Dann fragen alle. Lecker. Scheiße. Wir machen jetzt gemütlich. Alle machen sich bereit und dann proben wir weiter.
Fangen wir jetzt in Wirklichkeit schon an? Okay, ich bin bereit. Ab jetzt. So, das ist jetzt ein sehr abruptes Ende. Ich bin ja auch kein professioneller Filmer, ne? Der zweite Probentag ist vorbei und es läuft alles sehr, sehr gut und es macht sehr viel Spaß. Und ja, ich freue mich einfach auf die Festival-Saison diesen Sommer. Alle Termine solltet ihr eigentlich auf meiner Website finden. Es gibt auch VIP-Tickets mit Meet and Greet und Q&A und allem. Also informiert euch da mal sehr gut. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in unsere Tourproben gefallen. Ich schicke euch ganz viele sommerliche Küsse und bis hoffentlich bald auf dem nächsten Festival. Tschüss! Guten Morgen! Heute ist der zweite Tag von den Tourproben und ich habe gestern ganz wenig gesnappt, weil ich am FMA drehen, am Vloggen bin für YouTube und dann ist natürlich doof, wenn ich alles auf Snapchat verrate. Habe ich mir aber überlegt, dass es auch ein bisschen doof ist, gar nicht zu snappen. Und werde deswegen in der Horizontalen snappen, damit ich dann eventuell das Snapchat-Material auch für YouTube benutzen kann, falls jemand kein YouTube hat. Dann kann man sich das auf YouTube nochmal angucken. Macht das Sinn? Nee, falls jemand kein Snapchat hat. Oh Gott! Also, aus Erfahrungswerten, ich hasse das ja, wenn jemand mal so und mal so filmt. Deswegen, Ansage für euch heute. Heute wird nur so gesnappt. Haltet euer Handy so rum. Verdammte Scheiße. Nein. Oh. Ich hab den verloren. Oh, wieder voll schlecht. Oh, nee. Oh ne. Oh ne. Oh ne, echt nicht. Was mal essen? Oh ne. Nein. Oh Baby. Oh Baby. Ja. Kannst du hier auch was machen? Okay. Flo? Ja. Hello? Warum wirst du nicht dick? Ablesen. Ob du gleich mit mir Text ablesen kannst? Mein Akku ist leer. Klar. Oh, Blumi! Das ist der Pretty Filter. Der ist echt hübsch. Ist okay, ne? Das ist nicht die Realität.